Das ist ein neuer Rekord. Dionysos sollte regelmäßig gegen andere Pferde laufen, damit er sich daran gewöhnt. Und ab jetzt bin ich immer dabei, wenn du ihn trainierst. Jeden Tag. Lies das hier. Was ist das? Maria ist nicht so plötzlich und unerwartet gestorben, wie gedacht. Arno, kann ich mein Kind mit einem Faser aufwachsen lassen, der so skrupellos ist? Du liebst ihn. Und kannst du wieder haben, den brauche ich nicht mehr. Schätzchen, es ist immer gut, was gegen Ansgar in der Hand zu haben. Gerade heute. Ansgar traut um seine Mutter. Ist es nicht sogar für dich der falsche Zeitpunkt, deine miesen Intrigen zu spinnen? Gott, Lydia. So naiv kannst doch nicht mal du sein, ihm diese heuchlerische Nummer abzukaufen. Er hat seine Mutter in den Tod getrieben. Ansgar hat in Bezug auf Maria Fehler gemacht, aber es tut ihm leid, wie alles gekommen ist. Naja, träum weiter. In der Liebe geht es darum, den anderen so zu nehmen, wie er ist. Mit all seinen Fehlern. Mit seinen großen und kleinen Sünden der Vergangenheit. Baby, was machst du denn hier? Den morbiden Charme dieses Raumes nicht aufnehmen? Aber ich frage mich, macht mich die Liebe blind genug, um über das alles hinwegsehen zu können? Ansgar, vielleicht hätte ich eine Chance gehabt. Doch die Placebos, die du mir statt meiner Medikamente gegeben hast, haben mich zu tief in den Abgrund gezogen. Ich kann nicht mehr. Hast du schon gelesen? Um sowas zusammen durchzuziehen, muss man dem anderen hundertprozentig vertrauen können. Also, wenn du dabei an Ansgar denkst, ich glaube, der würde auf der Flucht seine eigene Mutter verkaufen, wenn es ihm irgendwas bringen würde. Entschuldigung, das war taktlos. Aber du weißt, was ich meine. Ansgar hat sogar eine Mordanklage auf sich genommen, nur um mich zu schützen. Ja, die gegenüber scheint ja wirklich eine andere Seite zu zeigen. Und obwohl er nicht begeistert war von der Idee, dass ich während meiner Schwangerschaft arbeite, wollte er mir die Zeitung kaufen, die mich gekündigt hat. Egal, was ich von ihm halte. Hauptsache, macht dich glücklich. Der große Crosby Cup? Das ist das wichtigste Rennen in ganz Europa. Moment mal, Dionysos ist lediglich vorgemerkt. Die Ausschreibung ist gerade rausgekommen. Er wird der Champion, das weiß ich. Dafür muss er erstmal die Qualifikationszeit schaffen. Und da liegt noch jede Menge Arbeit vor uns. Wir sind im Training schon ganz nah an der Zeit. Gib mir noch eine Woche, dann haben wir es. Jetzt komm mir bitte nicht wieder damit, dass du Dionysos beim Derby reiten willst. Im Augenblick rede ich doch nur von der Qualifikationszeit. Für die bin ich zuständig. Schließlich hast du mich hier als Trainerin eingestellt. Ich habe mich schon entschieden. Wir holen Enrico Galfa. Was? Der hat doch gerade erst das Derby von Dubai gewonnen. Der war die ganze Zeit in der Presse. Tut mir leid, aber das kommt nicht in Frage. Wie bitte? Enrico Galfa ist dafür bekannt, dass er die Tiere mit der Gerte traktiert. Du weißt ganz genau, wie sensibel Dionysos ist. Unser Ziel ist es, Siege einzufahren. Und wenn Dionysos ein zu zartes Gemüt für Enrico Galfa hat, dann ist er kein Champion. Was ist das? Ach, nichts von Bedeutung. Ein alter Brief. Ist das nicht der Brief, dem du erfahren hast, dass Maria deine Mutter ist? Das ist der Brief, in dem ich erfahren habe, dass mein gesamtes bisheriges Leben eine Farce war und meine angebliche Mutter mich jahrelang belogen hat. Naja, offensichtlich war meiner leiblichen Mutter und mir keine lange gemeinsame, glückliche Zukunft bestimmt. Als meine Mutter gestorben ist, da habe ich plötzlich verstanden, was es heißt,
Mutterseelen allein zu sein. Eigentlich ist es doch das, wovon man träumt, oder? Den Müll wegbringen? Nein, für den anderen alles aufzugeben. Nico hätte ihr Leben geopfert, um mit Philipp zusammen zu sein. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Na klar doch. Wir hätten alles zurückgelassen und wären nach Phnom Penh gegangen. Das war nicht dasselbe. Wir waren nicht auf der Flucht. Das ist also der Dank dafür, dass ich für dich alles zurückgelassen hätte? Mein Fußballverein, meine Stammkneipe, mein Lieblingsbier? Wie kann ich das jemals wieder gut machen? Ja, da fällt mir schon was ein. Ich kann nicht daran denken, wie sich Nico gerade fühlt. Das stimmt, das ist echt hart. Wir waren so kurz davor, den Abflug in die Freiheit zu schaffen. Nico hätte sich so sehr gewünscht, endlich Philipps Frau zu werden. Was? Philipp sitzt im Gefängnis. Nico ist gerade operiert worden. Das ist doch wohl ihr geringstes Problem, oder? Hey, die beiden wollten mit ihrer Hochzeit der ganzen Welt sagen, dass sie sich lieben, dass sie zusammengehören, dass nichts zwischen sie kommt. Du bist so unromantisch, Fritzsche. Hannes müsste gleich kommen. Das ist der Zuspruch, den ich heute brauche. Wenigstens einer, der zu mir steht. Ich bin noch da. Ja, ist das so? Ich hatte in den letzten Tagen eher das Gefühl, dass du ganz weit weg bist. Was meinst du damit? Naja, ich weiß ja, dass du mich nicht heiraten willst. Und ich könnte es verstehen, wenn du bei so einem offiziellen Anlass in der Trauerfeier nicht an meiner Seite sein möchtest. Aber es würde mir viel bedeuten und Hannes sicherlich auch, aber ich will dich auch zu nichts überreden. Du bist dir ganz sicher, dass du richtig gesteckt hast? Anna, ich habe das nicht zum ersten Mal gemacht. Entschuldige, aber das hier ist wirklich kein Erfolg. Meinst du, Hagen lässt sich an den Start, nur weil du ihm die Qualifikationszeit lieferst? Nein. Aber wenn wir einen Erfolg vorweisen können, dann habe ich bessere Argumente, den Jockey mitzubestimmen. Ich weiß ja, was du von diesem Geifer hältst. Aber er ist einfach eine Erfolgsmaschine und alles, was wir jetzt brauchen, ist dieser Sieg. Geifer steht für alles, was ich im Rennsport verurteile. Wenn wir den holen, dann kann ich mein gesamtes bisheriges Training mit Dionysos vergessen. Er läuft, weil er Spaß daran hat, weil er siegen will. Nicht, weil ihm irgend so ein Irrer mit Peitsche und Sporen im Nacken hängt. Ja, dann hoffe ich, dass du Hagen überzeugen kannst. Und natürlich, dass ihr es schafft. Mein Herz ist bei dir. Vielen Dank. Guten Tag. Danke für Ihre Anteilnahme. Vielen Dank. Und würden Sie mir dann bitte meine Schuhe bringen? War nie die Rede. Tja, was soll ich sagen, Ludwig? Ich konnte ja auch nicht ahnen, dass Mutters Ableben ein derartiges Medienecho hervorrufen würde. Erzähl doch nichts, sie hast du doch alle selber eingeladen. Soll ich sie wegschicken? Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie dann sauer sind und wir wollen doch gute Presse, ne? Widerwärtig, wie du den Tod deiner Mutter für deine Zwecke nutzt. Interessant, dass du dich so um den letzten Auftritt deiner irren Frau Mutter bemühst. Da fragt man sich doch gleich, was für dich dabei rausspringt. Wo bleibt eigentlich Lydia? Ist ihr dein verlogenes Theater etwa zuwider? Um Lydia musst du dir keine Sorgen machen. Stimmt. Die solltest besser du dir machen. Und Hagen lässt nicht mit sich reden? Ich hatte gehofft, ihn davon zu überzeugen, dass Dionysos die Qualifikationszeit locker schafft. Auch mit meinem Jockey. Aber Dionysos hat nicht mitgespielt. Wahrscheinlich muss ich jetzt mit ansehen, wie dieser Enrico Galfa die Zügel in die Hand nimmt. So schnell gibst du dich geschlagen. Dann kann ja die Sache nicht so wichtig gewesen sein. Was würdest du denn an meiner Stelle machen? Kreativ sein. Ein kleines Hintertürchen finden. Ich soll diesem Galfa hinter Hagens Rücken absagen? Du hast noch nie gepokert, was? Man muss die Trümpfe nicht in der Hand haben. Man muss einfach nur
nicht gut bluffen. Ich soll ihn anlügen? Sagen wir besser, ihn in Sicherheit wiegen. Ja, Frau Linse, Sie haben wirklich ein Herz für hungrige Bauleiter. So viel Zeit muss sein. Danke. Bitte. Ja, ja, dann schicken Sie mir doch einfach den Andruck. Oder noch besser, meiner Verlobten. Ja? Danke. Wiederhören. Na, hast du Stress? Schlimmer noch, Hochzeitsvorbereitung. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal mit Tischkartenmustern beschäftigen würde. Das klingt gruselig. Aber zum Glück weiß Marlene ziemlich genau, was sie will. Und hat es ganz gerne, wenn ich mich aus den Details raushalte. Sag mal, warte mal kurz. Du als Fachmann, woher weiß man eigentlich, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist? Zeitpunkt wofür? Tischkärtchen? Nein, also, wenn man jetzt eine gute Beziehung am Start hat und man glaubt, dass alles ganz gut rund läuft, dann... Vielleicht solltest du lieber mit Helena darüber reden. Aber dazu müsste ich sie schon fragen. So, Süße, ich rufe dich bald wieder an, okay? Helena! Ah, ja, läuft gerade an mir vorbei. Mhm, sage ich ihr. Gruß von Elisabeth. Danke, ich komme gerade von Nicola. Muss aber zur Trauerfeier jetzt. Wie geht's Nico denn? Ach, Sie kennen sie doch. Sie versucht, stark zu sein. Bevor ich es vergesse, der ist für Herrn Brandner. Ach, den muss ich auch noch anrufen. Der weiß noch gar nichts von der Geschichte mit Nico. Sie gibt die Hoffnung nicht auf, dass alles gut wird. Und so kitschig es klingt, aber die Liebe zu Philipp gibt dir Kraft. Ich habe ja nicht so viel Erfahrung mit der großen Liebe, aber ich freue mich immer, wenn zwei sich finden. Es ist schön zu wissen, wo die Reise hingeht. Ja, und wenn ich überlege, dann bin ich eigentlich schon ziemlich lange auf der richtigen Spur. Oh, hört man bei euch beiden vielleicht auch demnächst die Hochzeitsglocken läuten? Lieber Andi und mir? Sag bloß, du willst meiner Schwester einen Antrag machen. Naja, ich glaube eher, dass sie das will. Also ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Auktionshaus, gerade jetzt, wo Nico ausgefallen ist. Nach meinen Erfahrungen sind Frauen ziemlich gut darin, dir zu signalisieren, wenn sie einen Antrag gemacht bekommen wollen. Und wie zum Beispiel? Naja, sie reden plötzlich ständig über Ringe und Romantik und weisen dich darauf hin, wie glücklich andere Paare sind. Ja, aber jetzt muss ich sagen, er hat mal mit Kindern und so angefangen. Und dann heißt es, so schnell rennen, wie die Füße tragen. Oder Nägel mit Köpfen machen. Nee, Andi ist nicht der Typ, der heiratet. Das sehe ich auch nicht. Aber Sie vielleicht. Ich? Um Gottes Willen. Ich genieße alles so, wie es ist. Und eine dritte Möglichkeit gibt's nicht? Steht das Thema im Raum, muss eine Entscheidung her. Und im besten Fall weißt du dann, ob sie die richtige ist. Schwager. Du willst Ansgar die Hand halten, während er vor der ganzen Welt den trauernden Sohn spielt? Tanja, interessiert dich das wirklich? Ich dachte, so dämlich kannst nicht mal du sein. Aber wie ich sehe, hat er dich ja wieder voll im Griff. And the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I wish upon. Ansgar hatte immer schon vor, die Presse einzuladen. Sonst hätte er wohl kaum Marlene verpflichtet. Wäre auch zu schade, wenn niemand darüber berichtet. Ihre Stimme klingt einfach himmlisch. Du weißt ganz genau, was er seiner Mutter angetan hat und trotzdem hältst du zu ihm? Langsam frage ich mich, ob du wirklich das Engelchen bist, für das sich alle halten. Tanja, warst du nicht diejenige, die versucht hat, Maria zu vergiften? Du hast dich in die lächerliche Idee verliebt, aus Ansgar einen guten Menschen zu machen. Aber wenn du ganz ehrlich bist, Lydia Brandner, weißt du, wie es enden wird. Du wirst Ansgar nicht retten, aber er wird dich mit in den Sumpf ziehen. Viel Spaß bei dieser Farce.
So, jetzt muss ich wirklich los. Christian hat sich extra den Nachmittag freigenommen. Olli, ich habe mal kurz eine Frage an dich. Du und Christian, ihr seid ja jetzt verheiratet. Aha. Naja, und da hat es doch sicherlich mal einen Antrag gegeben. Wie war denn das so? Ist da einer von euch beiden auf die Knie gefallen? Und nee, jetzt. Was ist denn daran so lustig? Du und heiraten, ey. Das wird Christian aufmuntern. Jetzt beruhig dich mal wieder, ja? Ey, Andi, nimm's mir nicht übel, aber ey, du bist Andi Fritsche. Bauarbeiter, Biker, Frauenschwarm. Und verliebt in Helena. Ja klar, und das kann jeder sehen, aber die er und du, das passt doch überhaupt nicht. Für dich muss es ja auch nicht passen, sondern nur für mich und Helena. Meinst du denn, sie will das überhaupt? Es gibt eindeutige Anzeichen. Mann, ich riskiere sie zu verlieren, wenn ich ihr keinen Antrag mache. Dann pass mal auf, dass du dich da nichts verrennst. Muss wirklich hoch. Der Sohn der Verstorbenen möchte nun einige Worte an Sie richten. Einige von Ihnen werden wissen, dass meine Mutter erst sehr spät in mein Leben getreten ist. Umso schmerzlicher ist es für mich, dass sie uns schon wieder verlassen. Auch wenn ich mir Lüder zuliebe alle Mühe gebe, aber ich kaufe ihm das nicht ab. Manchen Menschen scheint Glück auf Erden einfach nicht zugedacht zu sein. Und meine Mutter war sicherlich einer dieser Menschen. Sie hat schon zu früh erfahren müssen, wie hart und grausam das Leben sein kann. Das kann man wohl sagen bei dem Sohn. Maria Di Balbi war eine starke Persönlichkeit. Aber auch die stärkste Persönlichkeit verlassen einmal die Kräfte, wenn sie um ihre Liebe und um ihren Platz in der Familie betrogen wird und fallen gelassen wird. Dies hier ist ihr rechtmäßiges Zuhause, ihr rechtmäßiger Platz. Alles, was ich für meine Mutter noch tun kann, ist nie zu vergessen, wer ihr das angetan hat. Was soll das denn bitte bedeuten? Er droht uns auf der Trauerfeier seiner Mutter. Damit hat er sich selbst übertroffen. Du wolltest mit mir reden? Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich war heute Morgen etwas harsch, als ich dir mitgeteilt habe, dass wir Enrico Galfa verpflichten. Du bist die Trainerin. Ich hätte das mit dir absprechen müssen. Danke, dass du das sagst. Heißt das, das mit Galfa ist noch nicht so sicher? Schaffst du jetzt erstmal die Qualifikationszeit. Dann sehen wir weiter, okay? Ich hab's geschafft. Du hast was? Die Qualifikationszeit. Und das trotz schwerem Boden. Dana, das ist ja super. Gratuliere. Aber wer sagt uns, dass er die Zeit immer wieder laufen kann? Dass das keine Eintagsfliege war? Ich hab dir doch von diesem Daniel Hartmann erzählt. Das ist ein sehr guter Jockey. Und wenn ich ihn anrufe, dann kommt er bestimmt sofort vorbei und trainiert hier vor Ort mit Dionysos. Hartmann ist ein Newcomer. Dann kannst du dich davon überzeugen, dass die beiden ein super Team sind. Warum vertraust du mir nicht einfach? Hartmann hat lange nicht so viel Erfahrung wie Enrico Galfa. Der ist seit Jahren ungeschlagen. Dionysos wird siegen. Wenn wir es auf meine Art machen. Weißt du was? Ich vertraue dir. Sie haben mich natürlich missverstanden, wenn Sie meinen, dass meine zukünftige Frau und ich irgendjemanden für das Ableben meiner Mutter verantwortlich machen. Es ist nur so, dass in dieser Familie mit Trauer höchst unterschiedlich umgegangen wird. Lydia, ich hatte immer gehofft, dass du einen positiven Einfluss auf ihn ausübst. Langsam, das ist ein Fehler, bei ihm zu vertrauen. Nicht jetzt bitte. Hey, Mann,
überrascht mich immer wieder. Was er sich gerade auf der Trauerfeier geleistet. Darf ich? Ich liebe dich. Und das jeden Tag mehr. Ich weiß manchmal gar nicht, ob ich nicht irgendwann auch platze vor lauter Liebe. Ich liebe dich auch, Andi Fritsche, und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich habe in der Vergangenheit auch eine Menge verbockt. Aber das mit uns, das möchte ich nicht verbocken. Ich will, dass es hält. Für immer. Es gibt keine, die so ist wie du, und das weißt du auch. Aber ich kann dich nicht heiraten. Jedenfalls nicht jetzt. Und ich kann nur hoffen, dass du das irgendwie verstehst. Andi? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dich nicht zu heiraten und alles so zu lassen, wie es ist. Ja, bitte. Ich muss dir was sagen. Hast du etwa hinter meinem Rücken schon den Jockey deiner Wahl verpflichtet? Nein. Und dein Vertrauen kannst du auch behalten, weil ich die Trainingszeit beschönigt habe. Du hast was? Ich habe gelogen. Dionysos hat die Qualifikationszeit knapp verpasst. Und warum? Weil er zu langsam ist. Warum du gelogen hast? Weil ich Galfa verhindern wollte, damit du den Jockey einstellst, den ich auch für richtig halte. Du hättest mir die Wahrheit gar nicht sagen müssen. Vielleicht hätte der Kollege in Kürze die Zeit erreicht und du wärst nicht einmal aufgeflogen. Ich will, dass du mir vertraust, weil ich gute Arbeit mache. Nicht, weil ich gut gelogen habe. Wir haben Angst vor der Wahrheit. Und Angst davor, was passiert, wenn wir sie erkennen und offen aussprechen. Weißt du, ich wollte dir das schon viel früher sagen, aber ich wollte natürlich warten, bis du wieder zu Hause bist. Und du wirst merken, großer Bruder sein ist das Allerbeste überhaupt. Und wenn es ein Mädchen wird, ich mag keine Mädchen. Ach, du wirst schon sehen. Da änderst du dann ganz schnell deine Meinung, falls du wirklich eine Schwester kriegen solltest. Und guck mal, dann sind wir eine richtige Familie wieder. Geh doch schon mal in den Park. Ich komm gleich nach, okay? Lydia, was ist? Ich kann das nicht mehr. Ich verlasse dich.